Hi, schön, dass du das Video gefunden hast. Du hast wahrscheinlich Ischias und du willst das irgendwie ein bisschen wegbekommen. Ich helfe dir dabei. Oder hier, der Roland wird uns heute zeigen, wie man das entspannen kann mit nur einer Übung. Kennt keiner. Ich fand das eigentlich sehr interessant, möchte gerne darauf reagieren, weil ich gucke ihn öfter an, mache auch öfter die Videos. Öfter die Übungen von ihm. Und ich werde euch dann noch gleichzeitig im Video heute zeigen, bei meiner Seite, wie das bei mir wirkt. Ich werde das dann einblenden, die Übung, die ich dann da mache. Okay, jetzt drücke ich schon mal. Ich habe gerade losgelassen. Und danach sage ich euch, wie mein Empfinden so war mit der Übung. Und vielleicht kann ich euch so mehr Sicherheit geben. Okay, cool, das probiert noch einer aus. Und er hat eine gute Erfahrung damit. Komm, ich probiere es auch aus. Es geht ganz schnell. Wir steigen mal rein. Das Video von Roland ist in der Videobeschreibung drin. Verlinke ich euch dort. Könnt ihr euch nochmal genauer anschauen, wie der das macht. Wir gucken jetzt aber rein. Ich zeige dir jetzt eine hochwirksame Liebscham-Pracht-Übung. Nur die allein kann schon dafür sorgen, dass dein Ischias mehr und mehr entspannt. Wichtig ist natürlich, die jeden Tag zu wiederholen, damit du diesen Zustand immer besser festigen kannst. Ja, genau, das kann ich euch auch empfehlen. Ist ja eigentlich voll klar, ne? Wenn du regelmäßig eine Übung machst, dann wirst du immer besser dort drin. Und ja, das ist auch wichtig, ne? Regelmäßig das machen. Dann merkt ihr auch wirklich Verbesserungen. Ich habe heute leider auch gehört, eine Kollegin bei meiner Arbeit hat einen Bandscheibenvorfall. Ne? Das ist halt sehr, sehr schade, weil es kommt nicht auf einmal. Ne? Das ist halt eine längere Zeit passiert das halt dann. Und es ist halt schade, dass man dann, sich Pause nehmt, wenn es fast schon zu spät ist. Schon sehr schade. Aber Roland hat auch ein Video darüber, über Rücken, Bandscheiben, Vorfälle. Guck da mal rein, ne? Der freut sich immer, wenn neue Leute reinkommt. Ja, genau, ne? Und da ist es halt auch wichtig, regelmäßig die Übung zu machen, dass es gar nicht so passiert, dass eine Bandscheibe rausfliegt. Das ist schon sehr heftig. Und ich erkläre dir, was das alles mit der sogenannten Piriformis-Lücke zu tun hat und zeige dir am Schluss, wie du quasi beim Ausruhen dir auch super gut helfen kannst. Ich erkläre es ja super oft, weil ich will, dass ihr versteht, dass du verstehst, was da abgeht, um besser motiviert zu sein für die Übung. Aber man kann es nie genug erklären. Immer dran denken, beim Sitzen haben wir 90 Grad Winkel, vorne wird alles angespannter, verkürzt. Ich sitze gerade im Schneidersitz hier. Das habe ich auch von Ihnen gelernt, weniger so eine Haltung zu haben. Ja, cool. Zunehmend, dann stellt sich das Bein runter, der Körper wird nach vorne gezogen. Und die Gesäßmuskulatur, dieser ganze Bereich, ist eigentlich der Hauptstrecker in der Hüfte, der muss gegenspannen. Jetzt verläuft aber unser lieber Ischias, verläuft hier drin und hier ist diese Piriformis-Lücke, das ist ein kleiner Muskel, der sich da querspannt. Und wenn der zu angespannt ist, wie die ganze andere Gesäßmuskulatur auch, dann wird der Ischias-Nerv komprimiert. Es ist zwar ein sehr, sehr starker, dicker Nerv, aber bei zu viel Druck fängt er eben an zu brennen. Ja? Das ist das Thema. Und das wollen wir entspannen mit nur einer Übung. Ja, hört sich doch richtig gut schon an. Hammer. Ja, ja, cool. Der macht so tolle Videos. Ich feiere ihn voll. Das ist so ein cooler Typ. Es ist schon schön, dass man so jemanden auf YouTube hat. Der macht so coole Übungen. Ich habe auch Knieschmerzen wegbekommen von ihm. Unter Rückenschmerzen, Schulterschmerzen. Weil ich mache viel Sport und auch Finger tun manchmal weh. Und diese ganzen Übungen, was er da zeigt, perfekt, wirklich, richtig gut. Und bevor wir jetzt mit dieser einen Übung beginnen, lauf da mal ein bisschen rum, fühl mal rein, frag dich mal, wie sehr ist der Schmerz gerade vorhanden? Spürst du ihn überhaupt? Spürst du ihn in einer bestimmten Position? Geh mal sozusagen auf Tuchfühlung mit ihm. Wenn du das gemacht hast, dann nimm Platz. Ich zeig's mal für die linke Seite, wenn du links am Ischias. Bei mir ist es jetzt so, ich glaube, ich habe jetzt nichts, ne? Ich merke gerade nichts. Ich fand nur das Thema sehr interessant, aber ich merke, bisschen paradox gerade, aber ich merke schon, dass dort mehr, sag ich mal, Entspannung sein könnte und mehr Elastizität. Deswegen dachte ich mal, vielleicht lerne ich da was raus und kann mich, sag ich mal, besser verbessern einfach in der Hüfte und Oberschenkel und alles. Ja, mal schauen. Probleme hast, dann setzt du dich so hin, dass du jetzt erstmal versuchst, dein linkes Bein
über das Rechte zu legen. Das kann sein, dass es nicht geht, weil das alles schon zu eng bei dir ist. Und dann probiere mal bitte, ob du das so machen kannst. Du kannst dich ein bisschen anlehnen dabei, je nachdem, in welchem Zustand du bist. Und versuche immer höher zu kommen. Mhm. Wenn du nur bis hier hinkommst, dann würdest du dann so greifen und die Übung, die wir gleich machen, so machen. Wenn du drauf kommst, kannst du auch nochmal die Höhe ein bisschen einstellen, indem du das Bein gestreckt lässt oder immer weiter beugst. Dann kommt der linke Fuß immer höher und dann merkst du auch direkt, bis hinten zieht. Und egal in welcher Position jetzt du bist, wir beginnen, dass du die rechte Hand am linken Fußgelenk hast und die linke Hand bzw. der linke Unterarm eher geht über das linke Knie und drückt das linke Knie ein bisschen runter in der Anfangsphase. Das machen wir jetzt erstmal. Atme schön und drück das linke Knie immer weiter nach unten. Und dann merkst du, das zieht in der Hüfte, im Gesäß vielleicht schon ein bisschen. Ach so, ihr könnt jetzt sofort mitmachen. Ne? Sitzt euch einfach auf den Stuhl, probiert es aus. Bei mir ist gerade schwer, ich habe hier hinten so eine Wand. Aber kann ich, das mache ich auch immer gerne. Ich gucke das Video gleichzeitig an und mache sofort Sport, dann habe ich das sofort. Dann muss ich nicht gucken und danach das machen. Ist eigentlich sehr praktisch. Ganz diffus oder spitz kann unterschiedlich sein, egal wie es zieht. Mach es immer ein bisschen intensiver, sodass du es gerade noch gut aushältst. Also ein Lächeln, ein echtes Lächeln muss immer gerade noch möglich sein. Dass du nicht zu hoch in der Intensität bist, wo dann so Anspannungsstress losgeht. Das erreicht das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Ja, dann spannt sich halt alles an, ne? Und dann, ja, genau, kriegst du keine Entspannung. Und jetzt gehen wir erstmal in der ersten Stufe mit ganz geradem Rücken, sozusagen im Hohlkreuz bleibend. Hohlkreuz ist, wenn du dich so setzt, ja, also richtig so aufrecht. Richtig aufrecht setzen. Und dann mit dem Bauchnabel nach vorne gehen. Das ist wichtig, weil man sich sonst im Rücken beugt. Und dann ist man nicht da in der Dehnung, wo man sein möchte. Sondern ganz gerade bleiben und nur mit dem Bauchnabel nach vorne gehen. Und dich da mal reinarbeiten. Und dann merkst du, es kann sein, dass du genau schon die Stelle merkst, die dich immer quält. Und dann schreibt mal gerne in den Kommentaren, habt ihr jetzt da so einen Schmerz und was für Schmerzen habt ihr denn noch? Weil ich kann gerne nochmal andere Videos machen über die Schmerzthemen, die ihr habt. Und dann kann ich euch einfach, sage ich mal, vielleicht weiterhelfen. Es würde mich sehr interessieren, was ihr für Schmerzen habt. Deutschland hat ja auch viel Rücken. Da hat er im Buch drüber geschrieben. Das haben auch viele. Vielleicht mache ich mal das nächste Video über das Thema. Ist eigentlich auch sehr interessant. Ich habe zum Beispiel Knieschmerzen. Schreck nicht davor zurück, weil das zeigt, dass du da arbeitest, wo die Spannung ist. Wo irgendwas zu kurz ist. Schön atmen. Bauchnabel will immer weiter vor. Denke an dein Hohlkreuz. Und dann drückst du mit dem linken Fuß aus Beinkraft sozusagen gegen dein rechtes Knie nach unten. Drück mehr. Drück noch ein bisschen mehr. Und entspanne wieder. Richtig aktiv loslassen. Und geh mit dem Bauchnabel noch ein bisschen weiter vor. Und dann merkst du, wie das Dehnungsgefühl, die Intensität hinten wieder ansteigt. Und dann drückst du noch mal richtig schön nach unten. Und halte mal diese Kraft. Versuch mal, diese Kraft zu halten. Je mehr du drückst, je länger du drückst, desto besser ist der Effekt. Wieder locker lassen und noch ein bisschen weiter mit dem Bauchnabel nach vorne. Das ist auch so eine Sache. Du brauchst Geduld für Übungen auf jeden Fall. Ne? Du musst ganz langsam rein. Und das dauert halt. Ne? Der Körper muss sich daran gewöhnen. Ne? Weil der ist jetzt gerade sehr angespannt. Und wenn du reingehst, du brauchst eine lange Zeit, dass er immer mehr runtergeht. Ne? Du kannst nicht auf sofort zack runter. Es geht halt leider nicht. Zeit ist eine sehr, sehr große Rolle, die sehr, sehr wichtig ist. Wirklich besser in diesen Schmerzbereich reinzugehen und das wieder aufzulockern. Ne? Du musst lange drinnen sein. Sehr viel Geduld haben. Ne? Wie kannst du auch so eine Meditation rausmachen? Das hilft dann, die Zeit schon da rumzubekommen.
Und dann hast du einfach so 10 Minuten, 15 Minuten bist du drinne und dann denkst du, wow, cool. Denk dran, dass du das linke Knie immer auch ein bisschen weiter mit nach unten drückst, während du nach vorne gehst. Schön atmen. Nutze immer das Ausatmen, weil das entspannt. Und dann kannst du ein bisschen weiter in die Dehnung rein. Tief ein, tief aus. Weiter vor. Und jetzt gehen wir in die zweite Phase. Die zweite Phase ist, dass zwar dein Bauchnabel immer noch nach vorne geht, aber jetzt auch 10 cm oberhalb des Bauchnabels der untere Rücken weiter nach vorne geht. Das kann ich jetzt nicht wahr. Das machen wir deswegen, um noch andere Muskelfasern, die auch beteiligt sind an dem ganzen Prozess, mehr mit da reinzubekommen in die Dehnung. Jetzt bist du im unteren Rücken ein bisschen gerundet und du drückst wieder mit dem linken Fuß nach unten gegen das rechte Bein, lässt los, kommst weiter nach vorne. Schön. Oh, das sieht auch richtig, richtig schön aus. Ne? Ich habe da auch jetzt richtig Bock auf die Übung. Die sieht so, aber oh, das sieht jetzt schon sehr gut aus. Ich freue mich schon gleich, die zu machen. Atmen, immer in dem Bereich bleiben, der gerade noch gut erträglich ist. Und du drückst nochmal mit dem linken Fuß nach unten. Entspannst. Und gehst nochmal weiter nach vorne. Schön auf die Atmung achten. Und jetzt lässt du mal los. Ziehst aktiv dein linkes Knie nach unten, dein Bauchnabel nach vorne und die 10 cm oberhalb des Bauchnabels auch weiter nach vorne unten. Und nochmal das Knie nach unten, den Rumpf mehr nach unten, Knie nach unten, Rumpf nach unten und ganz vorsichtig wieder hoch. Das war intensiv, aber intensiv mögen wir, weil intensiv heißt, dass die Längenveränderung größtmöglich ist und wenn die groß ist. Stimmt, dann müsst ihr ja keine Sorgen haben, wenn ihr jetzt merkt, so, oh mein Gott, ich kann mein Bein gerade nicht mehr bewegen. Das ist so, ich komme aus dieser Stellung nicht mehr raus. Oh mein Gott, das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Das ist, du bist halt so tief jetzt drinne, was dein Körper sich gar nicht kennt und er braucht mal wieder Zeit, wieder dort rauszukommen. Dann ist die Chance, dass du, wenn du jetzt aufstehst, steh langsam auf und wundere dich nicht, wenn das erstmal ein bisschen so protestiert alles. Und jetzt lauf mal ein paar Schritte, schwenk mal dein Bein ein bisschen aus, fühl mal rein. Und was sagt dein Schmerz jetzt? Hat sich was verändert? Schreib mal gerne mal rein. Was fühlt ihr jetzt gerade? Wie empfindet ihr das? Kann gut sein, ja? Schreib mal einen Kommentar. Interessiert mich. Schreibt mal rein, auch für die anderen. Ja, was tut sich da so bei euch mit dieser Übung? Und behalte mal den Stand jetzt sozusagen, was der Schmerz sagt. Behalte ihn mal präsent. Fühlt es mal nach. Weil jetzt machen wir ja noch unsere Ausruhübung. Was ist die Ausruhübung? Für unsere Ausruhübung nehmen wir den ISG und Ischiasretter oder alternativ aus dem Haushalt Kokosnuss, irgendetwas, was ungefähr diese Wölbungen hier hat. Ich drehe mich mal so rum, weil es geht ja bei mir um die linke Seite. Und jetzt legst du dich einfach mal mit dem linken Gesäß, mit dem Bereich, wo du das merkst, dass es so reinzieht, einfach da drauf. Und ich habe ja auch die Rundung hier drunten dran gemacht. Jetzt kannst du dich schön ein bisschen massieren. Das ist ja Kokos cool. Ist eh rund, damit geht es auch. Ja. Kann sein, dass sie ein bisschen wenig, also zu wenig spitz ist. Dann müsstest du halt was aus dem Haushalt suchen, was ein bisschen mehr Spitze hat. Und dann bewegen wir uns hier. Das geht natürlich wunderbar, weil unten diese Wölbung ist. Und dann kann man sich so richtig schön freimassieren. Und ich stelle mir immer vor, gell, der Ischias, der wird da gepresst, wird komprimiert. Wir kennen es aus der Therapie. Immer wenn man da richtig
bewegenden Druck drauf gibt, also so auspresst richtig mit Bewegung, ist hinterher eine große Erleichterung zu spüren. Probier's mal bei dir. Ich schau mal gleich, wenn ich das gleich aufnehme, nochmal für euch. Das geht ganz schnell. Ich zeige jetzt euch nicht die ganze Reihe, wie ich das mache. Es geht wieder so eine Minute. Dann sage ich kurz, wie ich das so empfinde. Und fertig. Keine Sorge. Aber mal gucken, was ich gleich finde. Ich weiß gar nicht, was nehme ich denn da gleich für? Ein Stein. Ja, mal gucken. Und ansonsten, bitte hilf unbedingt, diese Informationen zu verbreiten, dass man Übungen machen kann, dass man selbst was gegen seine Schmerzen tun kann. Sei da dabei, die Leute werden es dir danken. Die allermeisten von denen, wenn die ihre Übungen erstmal probieren, kriegen mit, Mensch, das hilft ja wirklich. Und das soll einfach immer mehr verbreitet werden. Dann mache ich das ja richtig, ne? Ja. Ja, cool, das freut mich. Ja, ich hoffe, dass dieses Video halt auch irgendwie euch hilft und dass ich euch irgendwie helfen kann. Ne? Das wäre eigentlich schon sehr schön. Mal gucken, was er noch sagt. Wenn du motiviert bist, noch mehr für dein Ischias zu tun, dann klicke bitte hier für mehr Gesäßschmerzvideos, also Anti-Gesäßschmerzvideos. Und hier unten abonnierst du den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Ja, den habe ich schon abonniert. Ja, war ein schönes Video auf jeden Fall. Ich verlinke euch einfach das in der Videobeschreibung nochmal, das Video hier. Könnt ihr nochmal reinklicken auf ihn und das Video auch nochmal anschauen. Wenn ihr mehr braucht, einen Daumen hoch gebe ich erstmal. Abonniert habe ich schon. Super Typ. Ich mache jetzt noch die Übung. Sag mir meine Meinung noch über die Übung. Und dann sehen wir uns gleich in einer Sekunde. Ja, so. Ich habe mich jetzt kurz aufgebaut. Ich habe jetzt ein bisschen gefühlt und ich merke, die Seite fühlt sich ein bisschen sehr angespannt an. Und das probiere ich jetzt aus und dann gibt es gleich mein Fazit, wie es so sich angefühlt hat mit der Übung. Let's do it. Oh, jetzt merke ich das. Mit dem Bauchnabel nach außen zu drücken und mit dem Rücken nach vorne beugen. Boah, das zieht richtig. Oh, da ist auch was eingeengt bei mir. Boah, wirklich, wenn du immer weiter nach vorne gehst, merkst du es immer mehr ziehen. Oh, das ist aber ein schönes Ziehen, man merkt das richtig so. Das ist so dieses, ne, was Anstrengendes und nach dieses Anstrengendes kommt, sag ich mal, die Ernte. Okay, jetzt drücke ich schon mal, hab gerade losgelassen. Jetzt drücke ich hier mit ihm hier nach unten. Oh, ich bin fertig. Jetzt langsam raus. Was immer das Gute ist, wenn du erstmal das fertig bist und das aussteckst, merkst du richtig, wie so eine Erleichterung hier durchgeht, durch den ganzen Bein. Ja, hier, ich habe jetzt das gefunden. Ich habe jetzt nichts Besseres gefunden. Ein Basketball. Oh, ja, okay. Oh, ich nehme alles wieder zurück. Das ist ja richtig geil. Oh, ich merke richtig den Muskel. Ich kann den richtig so rein massieren und ich kann den richtig schön drücken, ne? Oh, hier tut's gut, hier so an der Seite. Man merkt erstmal, wenn man diese Übung macht, dass der Körper halt nicht so perfekt läuft, wie man immer denkt, ne? Deswegen mag ich diese Übungen auch. Du machst sie dann und dann merkst du eigentlich, dass du wirklich was hast dann, ne? Man merkt das nicht so im Alltag. Man denkt so, ach, man wird schon gesund, ach, Quatsch. Aber wenn man es mal ausprobiert, dann merkt man erstmal, ja, ne? Dann merkt man erstmal, dass man Schmerzen hat. Das war mal eine andere Art von Reaction. Fand ich eigentlich sehr interessant, einfach so mitzumachen dabei und euch einfach mal zu zeigen, wie war es jetzt? Ja, wie war es jetzt? Ich finde auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannte, es kribbelt alles so schön und es fühlt sich an wie so, wenn man so drinne kitzelt, ne? Es tut gut und ich merke auch so dieses, da fühlt sich, da ist so eine richtige Entspannung drin. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr im Schwimmbad seid, oder im Vitasol, was auch immer, wo es ganz viel warmes Wasser ist und ihr kommt raus, ne, der Tag ist vorbei im Schwimmbad und ihr seid so, das war mal schön. Oder Saunen, die Leute, die saunen gehen, die kennen das auch. Und so fühlt das sich hier unten an, ne, an der Hüfte. Und ich finde das wirklich hilfreich, weil das merkt man, ich kann es bestätigen, es macht was mit dir, mit der Hüfte. Es fühlt sich gut an und ich glaube, das ist das Beste, was man eigentlich haben möchte. Wenn man ein Video anguckt, einfach zu sehen, okay, es funktioniert, ich probiere es jetzt auch aus, vielleicht habt ihr schon ausprobiert und merkt jetzt, ja, klar, ja, du hast recht, das ist wirklich hilfreich. Ja, wenn es euch geholfen hat,
gibt einen Daumen hoch, das würde mich freuen und dann würde ich auch sehen, würde ich jetzt mehr Videos davon machen, werde ich eh, weil ich habe Bock da drauf, die machen mir Spaß, aber wenn ich sehe, dass es doch mehr Leute interessiert, würde das mich halt viel glücklicher machen, einfach mehr Produktivität, mehr Videos zu machen, auch mehr reinzustecken, mache ich eh, aber weil ihr wisst ja, was ich meine, ne? Wenn man ein bisschen Feedback bekommt, hat man auch mehr Motivation. Ja, das war die Reaktionsvideo und es hat richtig Spaß gemacht. Bis nächstes Mal. Bleibt gerne bei meinem Kanal. Es gibt unterschiedliche Sachen. Ich probiere mich viel aus. Und es ist wie ein Abenteuer gerade. Und ja, vielleicht ist ein Video auch für euch dabei. Haut rein. Tschüssi.